Leute, mein Name lautet Danny. Nicht willkommen zu dem ersten Part meines Road to Commanders in Modern Warfare 2. Viele von euch haben sehnsüchtig drauf gewartet und genauso habe ich es getan, denn es ist endlich der Zeitpunkt gekommen. Wieso genau MB2 meine ich? Ich habe einfach Angst, dass die Server zugemacht werden und dass ich dann dieses Spiel nicht mehr spielen kann, beziehungsweise ich nicht mehr in der Lage bin, einen Road to Commander zu machen. Und bevor das passiert, wollte ich unbedingt noch einen Road to Commander machen als kleines Abschieds-Road to Commander zu Modern Warfare 2. Das war jetzt nicht meine Absicht. Wie ihr seht, ich bin gerade Level 2. Das liegt daran, dass ich irgendwie damals mal das Spiel spielen wollte, mal wieder, um zu sehen, ob es noch spielbar ist, quasi, ob es Leute noch spielen. Und es ist noch spielbar. Also es spielen noch relativ viele Leute. Nicht mehr so viele, ist auch irgendwie verständlich. Ist ein ziemlich altes COD, was soll man erwarten? Ich meine, Call of Duty Ghost ist neu und es wird kaum mehr gespielt. Ich glaube, das meistgespielte COD ist im Moment Black Ops 2, aber ist auch eines der besten. Aber wir spielen heute Modern Warfare 2, einfach weil ich echt Angst habe, dass die Server zugehen. Und es war auch mein erstes COD und das COD, in dem ich mich wirklich perfekt auskenne, weil ich einfach so durchgesuchtet habe. Und ich bin auch, von allen CODs der Beste in diesem COD. Denn, wie gesagt, wenn man ein Spiel durchsuchtet bis zum geht nicht mehr, das bleibt einfach irgendwie im Kopf hängen und ich bin einfach relativ gut in dem Spiel, gehe ich mal von aus. Und ja, auf jeden Fall eine 10er oder 20er KD sollten wir auf jeden Fall bekommen zum Schluss. Und ja, das erste Spiel, was wir spielen werden, ist Fly for alle. Ich weiß nicht, das ist immer der erste Spielmodus, den ich spiele, egal was passiert, ob Advanced Warfare oder keine Ahnung was rauskommt. Fly for alle spiele ich immer am Anfang, finde ich einfach am geilsten irgendwie. Da ist man schon auf sich alleine gestellt und ich überlege gerade, ob es noch was zu sagen gibt. Eigentlich nicht so, ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Ich werde erstmal Licht cutten, damit ihr einen kleinen Einblick des Spiels bekommt. Genau, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, beziehungsweise zwei Sachen noch ganz kurz. Und zwar zum einen habe ich mich entschlossen, dass ich jeden Samstag als kleines Special und vielleicht auch Sonntag, das überlege ich mir noch, Samstag und Sonntag, jeden Tag um 12 Uhr ein Video hochlade, als kleines Wochenend-Special für immer, sag ich mal. Also jeden Samstag und Sonntag um 12 Uhr ein Video auf diesem Kanal. Ansonsten kommen natürlich immer täglich Videos auf meinem Kanal hoch. Die zweite Sache, die ich gerne erwähnen wollte, und zwar natürlich geht das Road to Commander in Black Ops 2 weiter. Ich mache auch nämlich ein Road to Commander in Black Ops 2. Das wird weitergehen. Wahrscheinlich werden die irgendwie abwechselnd kommen oder sowas, keine Ahnung. Denn das Road to Commander in Black Ops 2 geht nicht mehr so lange. Und deswegen würde ich sagen, wir suchen schon mal ein Fly for alle. Ich hoffe, wir gewinnen unser erstes Spiel, aber das dürfte nicht das Problem sein. Es sei denn, das Spiel ist schon so vorangeschritten, dass wir nicht mehr aufholen können. Und ich würde mich übrigens freuen, wenn ihr vor allem den ersten Part mit einem Daumen nach oben bewerten würdet, wenn ihr euch eine Sekunde Zeit dafür nimmt, damit ich weiß, dass ihr euch genauso freut wie ich. Und wow, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil er doch schon ziemlich führt. Ich habe das Gefühl, ich werde angeschossen von irgendjemandem. Was ist da vor hinter mir? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Headshot, nice. Oh, da kommt jemand. Oh Gott, ich hasse diese Blendgranaten. Ich habe sie schon immer gehasst. Ich sehe es aber auch nicht ein, dazu einen Perk zu nehmen. Wow. Ich glaube, dieser Typ ist auch im Gewinn. Der ist ziemlich gut, habe ich so das Gefühl. Seht ihr, das meine ich? Ja. Der hat auch Ninja an. Das ist ein sehr großer Nachteil. Ich habe auch Ninja. Moment, habe ich Ninja? Ich glaube, ich habe Ninja, ne? Aber wieso habe ich meine... Ah, ich habe keinen Ninja Pro, deswegen. Das ist ein großer Unterschied. Ninja Pro ist dafür da, damit wir unsere Schritte nicht mehr hören. Da war einer. Ich hab's gesehen, mein Freund, zeig dich. Wo ist er? Ach, da ist er. Der hat eine coole Waffe, gib mir die. Aufklärungsdrohne, okay, aufholen werden wir nicht mehr. Er braucht noch einen Kill, manchmal. Es ist ultra witzig. Oh, verdammt, das war schlecht. Bitch, das ist richtig. Mach Sitz. So gut, ich habe Taktikeinstellungen drin, das heißt, ich kann dich erstmal nicht messern. Vorräte. Oh Gott, diese Vorräte hier waren hier legendär damals. Keine Ahnung wieso, aber ich glaube, das war auch das erste COD mit Vorräten. Nicht wundern, ich habe nicht so einen schnellen Finger. Oh mein Gott, das war jetzt so aus Reflex. Ich habe nicht so einen schnellen Finger. Deswegen bin ich nicht so gut mit Waffen wie die FAL. Ich habe jetzt allerdings den, oh, ich nehme mal die Intervention. Wir werden auf jeden Fall auch noch... Ah, ich wollte gerade einen Sniper-Kill machen. Schade. Ich hole kurz meine Predator-Rakete raus. Wir werden auf jeden Fall noch viele Sniper-Matches machen. Headshot, komm, Headshot. Oh, schade. Manchmal kriegt man Headshots hier. Das ist so geil. Damals war das echt krass. Hinter mir, ich glaube, einer. Nee, da. Oh, da. Was? Oh nein, 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 nein. Was mach ich da? Oh mein Gott, hätte ich den nicht gekillt. Oh, hier schnell hinlegen. Diesen Spot hier übrigens, den ihr hier gerade seht. Ihr seht, der ist ziemlich OP. Also ihr braucht euch hier zu verstecken. Keiner sieht euch, keiner. Vor allem auch, wenn ihr irgendwie ein Geschütz oder eine Claymore hier hin tut. Die sieht einfach keiner. Die war hier echt OP. Und das war auch der Grund, wieso sie beim Remake in Ghosts entfernt wurde, diese Stelle hier. Also ihr seht ja,
keine Blätter mehr oder sowas. Und wir haben ein Geschütz bekommen, was wir einfach mal aus Spaß hier hinstellen werden. Ich bin jetzt nicht sehr optimistisch, dass wir das Spiel noch beenden können. Aber ich glaube, der Letzte will jetzt erstmal einen Sniper-Kill oder sowas bekommen. Das wird definitiv der Fall sein. Snipen macht ja echt Spaß. Erinnert mich so ein bisschen an das Snipen in Call of Duty MW3. Da haben die es ein bisschen übernommen, finde ich persönlich. Weil es sich quasi so ziemlich ähnlich angefühlt hat. Ich frage mich, ob das der Erste war. Breachy. Wieso macht er keine Kills? Der hatte doch die AK. Das war zu 100% der... Oh, da, von unten. Wow! Alter Schwede! Du behinderter Sniper, nimm deine Drogen. Okay, dann nicht, lieber deine Muskel. Das ist besser so, wenn er... Oh, nein, nein, hinter mir. Oh mein Gott. Ja, mit der... Okay, wir können durch jetzt super... Wow! Pisse, Alter, keiner mag dich. Aber Danny, ich suche doch noch Freunde. Halt deine Fresse, keiner mag dich. Oh. Oh mein Gott. Ist das dein Ernst, du Pisser? Scheiß Sniper. Wow, das war ein Glücksschuss. Das war bestimmt sein bester Tag, den er jemals hatte gerade. Oh mein Gott, ich habe jemanden mit einer Wurfmesser gekillt. Halt's Maul, du Pisser. Keiner mag dich. Wow! Gott, dieser Sniper. Kann ich die ohne Sniper nehmen? Oder ich nehme mal die Farmers. Ist übrigens eine meiner Lieblingswaffen hier in MW2. Mich pisst es ein bisschen an, dass er nicht seinen letzten Kill machen will. Denn ich will endlich mal zeigen, wer hier der wahre Boss ist. Ich habe manchmal das Gefühl, so, dieses Spiel wird nur noch gespielt wegen den Snipern, weil man hier so geil snipen kann. Und was ich immer übrigens extrem gerne mit dieser Waffe tue, ist Leute mit einem Burst killen. Zum Beispiel, das waren jetzt... Oh Gott. Also ich versuche immer perfektes Aiming zu haben, das sieht ultra, ultra geil aus. So nach dem Motto, ich bin sowieso der Beste, ihr könnt mir eh nichts antun, deswegen... kill ich dich einfach mit einem Burst. Gut, manchmal geht es nicht anders, da muss man mehrere Bursts benutzen. Vielen Dank, das war übrigens der Sieger. Ja, er versucht ein Quickscoper-Killcam zu bekommen. Das ist meistens so dieser Moment, wo man... dieser Moment, wo man aufholen kann. Okay, das ist kein Gegner. Ich dachte schon gerade. Oh, guck mal, wie die... Alter Schwede. Oh, Harrier! Oh mein Gott, ich freue mich schon so, wenn ich jetzt mal die Atombombe habe, meine Freunde. Ich hoffe, ihr seid meine Freunde, meine einzigen Freunde. Ich habe keine weiteren. Au, hör auf. Bitte, töte mich nicht, mein eigener Harrier. Kann manchmal passieren. Ich habe mir einen Headshot oder keine Ahnung. Wir kriegen noch einen Headshot. Also wenn ich einen Headshot bekomme, dann ticke ich, glaube ich, aus. Und ich glaube, jetzt sollte sich der Erste langsam Gedanken machen, ob er nicht langsam seinen Kill machen will. Jetzt sollte er sich Gedanken machen. Langsam. Manchmal wollen die auch nicht aufgeben. Die wollen wirklich diesen einen Scheiß-Kill bekommen. Wow. Pisser. Oh, noch 50 Sekunden. Gut. OS. Oh nein, 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 nein. Bitte nicht. Mein Herz. Mein Herz. Ich liebe deine Muskeln. Oh mein Gott. Gut, das Snipen ist hier einfach, deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie nicht gerade gut sind. Also wenn ich das noch gewinne, dann, ich weiß nicht, ernsthaft nicht, dann küsse ich euch. Ernsthaft, ich komme zu jedem nach Hause und küsse euch. Dann küsse ich euch richtig, aber richtig. Nein. Okay, noch. Oh mein Gott, ist das überhaupt noch schaffbar? Zwei Kills. Gott, wie dumm ist das? Ich bin gerade leicht aufgeregt. Muss ich ganz ehrlich gestehen, wo ist er? Oh, nein. Oh, normalerweise würde ich mich über sowas nicht aufregen, aber es kann nicht sein, dass ich es nicht hinbekommen habe. Oh mein Gott, ich hatte sogar weniger Tode als der. Oh mein Gott. Pisser aber auch, ernsthaft, so blöd. Ich frage mich, was passiert, wenn ich aus der Lobby gehe. Sorry Leute, für den Rage, aber ich weiß nicht. Es wäre so ein schöner Moment für mich gewesen. Ich gehe nochmal raus. Ah genau, Klasseneditor, erstmal Klasseneditor. Genau, das wollte ich euch zeigen. Ich werde am Anfang erstmal nicht cutten, damit ihr erstmal wisst, was hier vor sich geht. Wir werden uns erstmal eine Farmers-Klasse erstellen. Mit der PP 2000. Die Secondaries waren hier richtig OP. Ich nehme erstmal eine Pistole, damit ich sie schnell wechseln kann. Und falls meine Munition leer geht, immer was habe. Obwohl, wir können auch mal eine Folge mit der Spaß machen, aber das wird noch eine Weile dauern. So, wir nehmen Feuerkraft mit. Feuerkraft ist ultra geil hier. Wirklich, Feuerkraft finde ich quasi eine Pflicht in COD. Das haben die aber dann irgendwann so ausgebracht. Und wir nehmen ruhige Hand, weil wir es nicht nötig haben, Kommando zu benutzen. Die Klassen werde ich übrigens nach euren... nach euren Bewertungen und euren... also nach euch bewerten. Das machen wir allerdings im nächsten Part dann lieber.
Ich muss mir noch genau überlegen, wie es sein wird. Ich denke, das war's für die erste Klasse und für die zweite Klasse werden wir die OMP benutzen. Ich will mir eigentlich gerne genau drei Klassen erstellen. Eine mit der OMP, eine mit der MP5 und eine mit die nur drei, also mit der Farmers, genau. Da haben wir drei. Wir können auch mal ein Leichtgewicht mitnehmen, falls wir irgendwie Capture the Flag oder sowas spielen. Genau, jetzt wisst ihr ungefähr, wie es aussieht, so dieses Menü hier, weil, wie gesagt, die RPD war so OP, Leute, die war so OP, das kann ich euch jetzt schon versichern. Gut, dann nehmen wir nochmal die MP5 mit, die übrigens einer meiner Lieblingswaffen in dem Game ist. Wir nehmen auch Spaß mal die PP2000 mit als Secondary, die ist sowas von geil, Leute, die ist richtig gut. Und wir nehmen, ja, Marathon, wieso, na, ja, doch, Marathon, lass uns Marathon mitnehmen und ruhige Hand. So, ich denke, das war's auch. Erstmal war's es für das Erste. Und wir spielen noch ein Fly for alle. Ich finde Fly for alle extrem passend, um den Leuten das Spiel zu zeigen. Und das, wenn ein Remake jemals von dieser Map kommen sollte, dann habe ich keine Ahnung mehr, was mit mir passiert. Ich liebe diese Map einfach über alles. Es ist quasi die beste Map der Welt, ohne Scheiß. Gut, eigentlich wollte ich ja nicht cutten. Aber, ja, eigentlich habe ich jetzt doch gecuttet, damit ich in der Lobby komme. Die quasi ein bisschen, nicht so, damit, wo ich noch aufholen kann, wo es überhaupt noch möglich ist, weil es ging gar nicht in diesem Spiel, da bin ich dann rausgegangen, bin ich ganz ehrlich, weil es einfach so langweilig war, vor allem Karachi ist so langweilig. Das sind halt die Nachteile in diesem Spiel. Ich habe übrigens die Empfindlichkeit ein bisschen runtergestellt, weil ich definitiv besser bin, mit einer vieler Empfindlichkeit. Wow, hab manchmal das Gefühl, die haben Hacks an, jetzt mal ehrlich. Aber auf der Xbox gibt es eigentlich gar keine Hacks. Wow, okay, das war verständlich, dass ich da lang renne. Bitte beende das Spiel einfach, damit ich wieder von vorne anfangen kann. Ich wünschte, es gäbe in COD ein System, wo ich irgendwie von vorne anfangen kann. Ich stelle mal meine Kopfhörer ein bisschen leiser. Vielen Dank. Oh, wow, oh mein Gott, war das eine knappe Geschichte. Du hättest keine Semtex werfen sollen, mein Freund. Vor allem nicht so daneben. Wow, da hinten ist einer. Kennen wir den von hier? Nope, ich denke nicht. Lassen wir es lieber. Oh, wow, wow, von da. Okay, ich denke nicht, dass wir aufholen werden. Ich habe halt nicht die nötigen Killstreaks dazu. Und es tut mir auch leid für den Cut, aber das konnte ich euch nicht antun. Ernsthaft, das wolltet ihr gar nicht sehen, was da los war. Das wolltet ihr gar nicht sehen. Hat auch keinen Spaß gemacht zum Ansehen, es hat ultra gelaggt und sowas. Vielen Dank für die Abschlussserie. Hat man damals ein Video gemacht. Da war ich noch ziemlich jung, klein, meine ich. Auf YouTube, da habe ich. Da ist einer mit der Tube. Ich wollte etwas sagen, aber ich habe es gelassen. Was macht der da? Gib mir mal. Oh, wow, 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 alter Schwede, geil. Hey, Payflow! Das kann unser Comeback sein, Leute. Ohne Scheiß, ich sag euch, Leute, auf dieser Map kann das unser Comeback. Verdammt, ich wollte nicht lachen. Oh, Predator-Rakete. Ich schieß mal kurz seinen Heli runter. So, vielen Dank. Ich werde jetzt. Wow. Live bei mir. Ich kann mein Payflow leider nicht rausholen. Außerdem geht das Spiel sowieso noch eine Minute. Ich bleib dann übrigens in der Lobby drin. Damit ich nicht immer neue Lobbys suchen muss. Also ich denke mal, ab und zu werde ich doch Cuts machen müssen. Endlich! Ach so, mein Payflow wird dann automatisch eingeschaltet. Ich verstehe, okay. Das war, ich glaube, damals sogar nicht so, oder? Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern, dass es so war. Dass es automatisch dann reingeht. Und ich denke, in 30 Sekunden ist es nicht mehr möglich. Vor allem, weil die auch... Weil die das Spiel auch wahrscheinlich dann beenden werden zu der Zeit. Ich muss sagen, es erinnert mich echt an alte Zeiten. Ich glaube, das war das Call of Duty, was ich so einfach mal richtig oft gespielt habe. Ich glaube, in der ganzen Sommerferien lang. Und ich kann euch eine Sache sagen. Ich hatte wirklich kein Leben, Leute. Also wirklich, wirklich kein Leben. Oh, der hat eine Pille. Der hat die Pille. Der nimmt Drogen. Das sind die Leute, die Drogen nehmen. Ich müsste die Pille auch reintun, wenn es um darum geht. Oh, von links. Also ihr seht schon. Gut, ich habe verloren, aber... Ist gar nicht so schlimm, denn wir werden noch aufholen, auf jeden Fall. Vor allem jetzt können wir endlich nochmal anfangen. Ich glaube, jetzt sind wir sogar ein paar Level aufgestiegen. Spielbonus 74 EP oder was? Das Problem, ich habe echt Angst, dass ich hochgehackt werde, um ehrlich zu sein. Weil manchmal kann es passieren, dass ich hoch... Ja, Wasteland. Oh, ich liebe die Map, vor allem zum Snipen. So sexy, Alter. Richtig sexy, Leute. So richtig sexy, so, dass ich euren Bart abschlecken würde. Spaß, das würde ich niemals machen. Und die Intervention. Leute, ich kann euch hier stundenlang davon erzählen, was alles geil an dem Game ist, aber ich glaube, die meisten wissen es sogar selber. Und die es nicht wissen, die müssen es selber spielen. Aber ich denke, ich bin ganz, ganz ehrlich, es lohnt sich persönlich gar nicht mehr, dieses Spiel so wirklich zu holen. Weil es einfach schon so alt ist. Es lohnt sich nicht mehr. Man braucht die auch gar nicht mehr zu holen.
Ihr könnt mir gerne zuschauen, das macht bestimmt viel Spaß, aber selber zu holen, beziehungsweise wenn ihr es habt, könnt ihr es wieder spielen. Ich mache trotzdem mal auf Wechseln, obwohl ich nicht denke, dass die Map gewechselt wird. Das wollte ich jetzt gar nicht machen, aber ich werde mich kurz auf Offline stellen, damit ich nicht irgendwelche Besucher bekomme. So, ich denke sowieso, so ein paar Leute sind schon nachgejoint, das machen die immer ganz gerne. Ja, wir werden mit der Sniper auf jeden Fall spielen, aber ich denke hier nicht. Ich guck mal kurz nach meinen Abschlussserien, verdammt. Ich meine, die alte Leiter, beste Abschlussserie, echt bester Titel ever, meine ich. Und darum ging es auch damals, also diese ganzen Embleme und sowas freizuschalten. Komm schon, wechsel die Map. Ach, das ist zu spät jetzt, okay. Gut, wir werden die... Oh Gott, ich habe lange nicht mehr gesniped. Ich habe gar kein Aim mehr. Obwohl ich letztens gegen Haptic in einem 1 gegen 1 gewonnen habe mit der Sniper. Aber ich denke nicht, dass ich irgendwie gut abschneiden werde. Ich kann gerne snipen, wenn ihr wollt. Ich kann gerne snipen für den ersten Part. Zukünftig werden wir öfter snipen, vor allem auf A Wasteland. Ist halt eine übelste Sniper-Map. Aber ich denke in... Ja, eigentlich wollte ich es nicht tun, aber okay. Machen wir es spontan. Ich werde meine Empfindlichkeit dazu erhöhen. Auf machen wir mal 8. Bin gespannt. Bin gespannt, wie gut ich abschneide. Vielen Dank übrigens an den ganzen Support, vor allem an der ersten Folge. Es bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Müsst ihr so wissen. Oh, das war ein netter Schuss, Abschuss. Obwohl ich ein bisschen... Oh, wow, der Typ. Oh mein Gott, der ist gefährlich. Der hat eine Tube. Das kann ich mit euch wetten. Komm, gib mir doch wenigstens... Ich wusste, dass ich sterben wird. Aber ich habe das Gefühl, die Treffer, die kommen ein Tickchen später an irgendwie. Mein Freund, ich weiß, dass du von da kommst. Nein. Was? Ich nehme mal... Sorry, Leute. Ich muss das Secondary mal die mitnehmen. Nein, da ist jemand... Tja, das hat dich überrascht. Na, er hat mich einmal getroffen, aber nicht schlecht, mein Freund. Nicht schlecht. Wo ist er? Der Pisser. Verdammt. Hier treffen sich übrigens alle. Das ist so ein kleiner Treffspot. Einmal bitte Vorräte. Vielen... Oh Gott, so viele kommen gerade. Pisser. Ich mache mal die Sniper raus. Ich sollte snipen, wenn ich auch die Sniper mitnehme. Oh mein Gott. Er hat nur meinen Kopf gesehen und mich trotzdem gekillt. Das war eine peinliche Aktion gerade. Okay, holen wir unsere Predators. Ich boost sie auch eigentlich sofort. Weil ich eigentlich meistens hier... Oh, was? Wie? Gib mir die Vorräte. Gib mir irgendwas Gutes. Ist aber so eine Zeitverschwendung, muss ich ganz ehrlich gestehen, Leute. Ist eine übelste Zeitverschwendung hier. Weil ich muss darauf achten, weil wenn ich einmal hier sterbe, dann bin ich richtig am Arsch. Weil ich meine Vorräte dann nicht mehr bekommen werde. Eine Predator noch in mein Konto. Und wow, in der Zeit, wo ich auf meine Predator gewartet habe, hat niemand einen Kill gemacht. Was? Schon wieder? Das kann nicht wahr sein. Ist das euer Ernst jetzt gerade oder was? Wow. Gott, habe ich ein Pech mit Predators. Yes, der Typ spawnt genau hinter mir. Läuft bei ihm. Pisser. Keiner mag dich. Such dir Freunde. Ja, das ist richtig. Genauso wie du, mein Freund. Ja, genauso wie du. Ich glaube, von wo? Von hinten, glaube ich, ja. Nein, nein. Oh, wow, verdammt. Also ich sehe schon, meine Sniper-Skills sind fragwürdig, würde ich schon sagen. Vielen Dank. Dieser Pisser mit scheiß Noobtube, Alter. Wer zum Teufel Noobtube in MW2? Keine Ahnung. Komm schon, ich will das Spiel gewinnen. Ich komme nicht darauf klar, dass ich... Also, wow, habe ich ein Pech gerade. Hier zu sein ist auch nicht gerade die schlauste Idee. Wow. Und das alles nur, weil ich irritiert war, weil er mich mit dem YouTube getroffen hat. Hab's versucht. Ah, da. Was? Oh mein Gott, ich überlege mir ernsthaft noch die Farmers zu nehmen. Weil, ja, keine Ahnung. Es ist schon so lange her, dass ich gesniped habe. Vielen Dank. Longshot. Sehr schön. Gibt auch viele Punkte. Das ist sehr, sehr schön, wenn man sniped. Ist es... Was? Nein! Er hatte die Farmers. Da konnte ich nicht viel machen. Komm, zeig dich, mein Freund. Das ist richtig. Vielen Dank für die ganzen Kills. Ich werde mal hier bleiben kurz. Das ist ein richtig geil. Ja, bester Ort ever. Bester Ort ever. Oh, wow. Für mich läuft es leider nicht so gut. Oh, wow. Das ist ein bisschen unfair in MW2, aber ihr werdet euch daran gewöhnen müssen, dass ich manchmal sterben werde. Ohne, dass ich es wirklich will. Und ohne Scheiß, wenn ich einmal erstmal Ninja habe, dann ist wirklich vorbei. Weil ich einfach so gut die Schritte hören kann. Ich kann das auch ziemlich gut identifizieren, von wo sie dann kommen. Ich habe echt Angst, dass die hier irgendwo spawnen wieder. Vielen Dank. Headshot für mein Konto. Danke. Aufklärungsdrohne. Nein, 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 nicht aktivieren. Zum Glück konnte ich die Animation noch abbrechen. Sonst hätte ich jetzt die Aufklärungsdrohne aktiviert, während ich Drohung nehme. Genau.
Danke, Abschuss. Vorräte, perfekt. Das ist eigentlich das, was ich gerne sehen will, wenn ich die Spiele spiele. Ich warte mal kurz, ich campe. Oder ich mach mal die Drohne. Zur Sicherheit, damit nicht mein... Okay, der Typ ist da. Oh, verdammt, hoffentlich ist das nicht der... Aufklärungsdrohne online. Fuck. Okay, es ist nur eine Predator. Ihr wisst ja, ich kann ja haben, Alter. Ist mir scheißegal. Schenke ich ihm zum Geburtstag. Dein Weihnachtsgeschenk, du Pisser. Keiner mag dich. Läuft bei mir. Wow, was wurde ich? Ich wurde gestuckt, ne? Ich kann nicht treffen. Ich bin der schlechteste COD-Spieler ever. Definitiv. Der schlechteste ever. Wo ist er? Wow. Ey, Alter Schwede. Meine Kills werden immer geklaut. Immer. Was machen die da? Wieso machen die sowas Schreckliches? Ich bräuchte Thermalvisier hier. Und der Gegner ist natürlich am Führen. Komm schon, ich will mit der Sniper gewinnen. Unbedingt mal. Okay, jetzt können die von drei Richtungen kommen. Was? Alter Schwede, wow. Auf jeden Fall, war klar, dass diese Scheiße auf mich kommt. Wichser, Alter. Keiner mag dich. So. Ich verstehe nicht, wieso ich nicht treffe. Was mache ich falsch? Wow, jetzt hat er die Pille gehabt, aber trotzdem. Ganz netter Shot eigentlich. Vielen Dank. Von hinten kommt einer. Ich nehme mal die RPD. Digga, damit musst du vorsichtig sein. Oh mein Gott, dieser Typ. Der nimmt doch Drogen. Alter Schwede. Alter, hätte ich den von hier getroffen, dann hätte ich erstmal Drogen genommen in der Kamera. Wow, jetzt geht's los. Bestes Game ever. Was habe ich für einen Score? 17 zu 14. In Level 2 geht's manchmal nicht anders. Es sei denn, ich habe Ninja dabei, wirklich. Wenn ich Ninja dabei habe, dann kann man das nicht mehr entschuldigen. Oh mein Gott, das war eine knappe Geschichte. Fast hätte er uns bekommen. Nein! Er führt mit einem Kill, verdammt. Ich frage mich, ob wir das noch gewinnen können hier. Ich glaube, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr... Ja, ich sag mal ganz ehrlich. Hardscopen, wie hier. Da kann ich sie wenigstens ein bisschen besser treffen. Was? Nein! Gott, hätte ich den bekommen. Schade, Marmelade. Ja, ich mag Marmelade. Bitte erzähl's aber niemand, okay? Sorry, ich musste nehmen. Oh Gott, ich wollte gerade seine Barrette aufheben. Manche sind hier übrigens. Ich spawn hier immer neben euch einfach. Das ist das Spawn-System in MW2. Gewöhnt euch bitte dran. Und akzeptiert's einfach. Weil anders geht's gar nicht. Da hinten ist einer. Ja, natürlich. Mann, ist der geübt mit dieser... Ohne Scheiß, der ist so präzise. Ich könnte gar nicht mit diesem Ding so präzise zielen. Alter Schwede, habt ihr es gesehen? Wir verlieren diesen Kampf. Was für eine Schande aber auch. Ich finde es irgendwie witzig, dass ich in 10 Minuten nicht die Kills bekomme, die ich brauche. Keine Sorge, das wird sich im späteren Spielverlauf ändern. Am Anfang ist es noch ein bisschen schwer, ich habe noch nicht all meine ganzen Klassen. Aber komm schon, wir müssen gewinnen. Bitte, wenigstens das. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich will unbedingt gewinnen, da ist einer. Ich mache mal kurz die Aufklärungsdrohne. Lohnt sich das? Ich frage mich gerade. Ja, da hinten kommt einer. Komm schon, komm hier lang, verdammt. Komm schon, ich muss treffen. Ja! Das ist das, was ich brauchte, komm schon. Gib mir irgendwas Gutes, gib mir irgendwas Gutes. Ich bleibe hier erstmal. Mir fällt gerade auf, das ist einer der besten Spots hier. Um ehrlich zu sein. Bester Camper-Spot ever. Das ist das, was ihr hier lernt. Abonniert für mehr Camper-Spot-Techniken. Ja, eine Drohne, jetzt gewinnen wir. Definitiv. Jetzt ist der Sieg klar. Komm schon. Nein! Da muss einer sein, da hinten, komm schon. Ich will das Spiel gewinnen. Ich will das Spiel ernsthaft gewinnen. Predator-Rakete ist schon mal nicht schlecht. Bitte sag mir, ich bekomme 2 Kills oder sowas dadurch. Komm schon, kill ihn dieses Mal, bitte. Kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn. Ja, ein Kill, nicht schlecht. Oh, hier sind, neben mir sind da so viele. Verdammt, der killt mich, der Typ, glaube ich. Nein! Oh, ich führe. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja! Geil, Alter. High five. 3, 2, 1. Fast. Ich jetzt ehrlich, okay? Jetzt ernsthaft. Also keine Scherze mehr. Hört auf, überhaupt zu scherzen. 3, 2, 1. Schon wieder verarscht. Okay, jetzt zum Schluss. Okay, nochmal, okay?
Okay, noch ein einziges Mal, okay? Dieses Mal müsst ihr mir vertrauen, wenn ich das sage, dann meine ich es auch ernst. 3, 2, 1. Gut, seht ihr? Ich würde euch doch niemals verarschen, das wissen wir doch. Vielen Dank fürs Zuhören schon beim ersten Part meines Road to Commanders in Modern Warfare 2. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und wir sind mittlerweile Level 6. Ja, ich bin ultra glücklich, dass wir noch gewonnen haben zum Schluss. Es waren nicht die besten Gameplays, vor allem für den Anfang nicht, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich fand es eigentlich ganz witzig, sodass wir noch gewonnen haben mit der Sniper gegen irgendwelche Tuber. Womit es wirklich einfach ist, Kills zu bekommen, also das sind extreme Loser. Die in MP2 tuben. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, das Video mit einem Daumen nach oben zu werten. Es würde mich wirklich sehr freuen. Und in der Beschreibung, ganz oben, seht ihr auch eine Playlist. Dort seht ihr immer die privaten Videos, die ich hochgeladen habe. Dann wisst ihr immer ungefähr, wann ein neues Road to Commander hochkommt. Also würde ich euch immer da empfehlen, da drauf zu klicken mal. Und immer den ersten Part, beziehungsweise alle Parts könnt ihr euch durchaus checken. Und die werde ich auch in jedem Road to Commander verlinken. So dass ihr immer wissen werdet, wann was Neues hochkommt und so weiter und so fort. Immer informiert seid. Und genau, nicht vergessen, nochmal einen Daumen hoch nach oben zu geben, zur Erinnerung, und dann werde ich dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!